Da kann man dich ja gar nicht mehr übersehen. Das ist die Unreverse. Sag mal, Faro, wenn du gerade sie fährst, bist du dann intensiv? Das ist die Chester-Karte. Oh, können wir bitte schnell starten? War ja, also der erste Vote war auch insane. Der war gut. Ja. Also, ich glaube, er hat gelogen. Die Votes, zack, raus. Ja, das war ekelhaft, Leute. Ne? Das war Karma. Ich guck Meimel. Bist du denn Karma? Du bist mit Hass mir hinterher gerannt. Mit Hass? Was ist das denn? Mit Hass! Der erste läuft. Ja, das ist bei Daylight. Viel Spaß. Das ist euer Gift, welches sie auf mich sprüht. Viel Spaß. Viel Spaß. Terry, Terry, Lady. Junge, die Skins sind halt geil. Jetzt wird da einer weggebombt. Ja. Ich glaube, Katze war in der Falle, oder? Katze? Katze, Claire und Vivi? Hm. Luftballon. Meine Damen und Herren, liebe Geschworenen. Liebe Geschworenen, liebe Geschwüre. Ich weiß sogar, wer es ist. Und dieser Call ist 100% korrekt. Und mir ist egal, was danach für eine Counterargumentation kommt. Die ist nämlich Bullshit. Der erste badet in Kotze. Also, Shoshi war's. Sie hat Dash umgebracht. Punkt. Ja. Okay, ja. Und das ist wirklich auch. Das warst du. Shoshi, hör auf. Nein, Shoshi, hör auf. Was bekomme ich von dir, wenn ich den Kill nicht gemacht habe? Ich bin Bomber. Nein, gar nichts. Shoshi, du willst einfach nur die Karte ziehen. Nein, for real. Wenn du denkst, du bist for real. Aus welchem Zock ist das? Ich weiß nicht, aus welchem Zock ist das. Das ist in meinem ganz normalen Sprachgebrauch drin. Es tut mir leid. Aber merkt ihr Folgendes, dass Shoshi sagt, du bist mit, dass ich den Kill nicht gemacht habe. Sie sagt nicht, dass sie nicht böse ist. Das ist aus irgendeinem Rap-Song, im amerikanischen. Ja, aber will Claire vielleicht irgendwie sagen, warum er denkt, dass es Shoshi ist? Weil oder ich mit Dasha runtergelaufen bin. Weil ich mit Dasha runtergelaufen bin und ich bin nur durchgelaufen. Die Person steht da jetzt unsichtbar. Und weißt du, woher ich das weiß? Warte, ich bin Anti-TP. Ich spawn gleich direkt vor der unteren Decon, also auf der Specimen-Seite noch. Ich bin direkt nur durch Specimen durchgelaufen. Ich habe keine Ahnung, wie lange der Tod ist. Ah, nur mein Gott, du bist aber nur durchgesprintet. Ja, so oben rein und wieder raus. No, ja, natürlich bin ich auch immer durch Specimen durch. Andere Frage, ne? Habt ihr die Bombe entschärft? Nee, ich bin reingelaufen, hab gewartet, ob ich sterbe, hat er First Round Shield. Nee, ich glaube, irgendjemand hat es entschärft, oder? Also, dann war... Knechti, erinnerst du dich übrigens noch an, was ich dir vorhin gesagt habe? Genau, das hat irgendeiner von euch Knechti gesehen? Nein. Ja, ich stand in der Bombe drin. Ich stand in der Falle in der Bombe drin. Du warst auch in der Falle. Terst und ich waren auch in der Falle. Na, Shoshi kriegt mein Vote. Du kriegst den Vote. Knechti, kannst du guessen? Ich hätte Claire voten sollen. Ja, kann ich. Merkt ihr, was ich dir vorhin gesagt habe? Warte mal, 4 Votes auf Claire, 4 Votes gibt. Warum sollten wir überhaupt nicht voten? Ich bin unschuldig. Warum erste Runde? Also Meimel und Katze. Na? Entweder Meimel oder Katze ist dann Bomber. Weil Knechti ist dann der Time Master Guesser. Knechti ist der Time Master gestern und dann muss Katze oder Meimel Bomber sein. Und ich glaube, er Katze würde da, weil er jetzt Shield hat, kann er sich nicht selber wegsprengen. Ja. Minecraft Server wird es nicht geben, sorry. Der Flash. Okay. Ja, Meimel rennt hier schon so komisch. Ach komm, ja, Meimel ist Bomber.
Hello. Hallo. Hi. Hello, dear. Wo lag der Kerste? Er ist noch nicht so alt. Ja, 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 klar, Meimel. Just hanging around. Nee, ich habe nur Report gesehen. Ich wusste nicht, wo. Knechti, kannst du mal Meimel auf Bomber machen? Weil ich glaube, der ist Bomber. Mach mal. Vertraust du mir? Nee. Mach mal. Okay, also, sensuell. Sexy. Ich bin, dass du der Bomber bist. Also, guck mal. Knechti. Wer ist Bomber? Meimel. Ich hab's von Joshi, wenn sie Killing Roll war. Pass auf, ich komme gerade unter Storage hergelaufen, ja, zwischen Storage und Office, dieser kleine Gang auf dem Steinpfad. Und ich laufe nach rechts, will unter den Stein laufen und sehe, wie Meimel da auch gerade mir entgegenkommt, mich aber sieht und instant umdreht und dann sehe ich, wie am Stein eine Leiche liegt. Ne? Okay, nicht dir entgegenläuft, sondern geguckt habe, wo die Leiche liegt. Ich habe den Report-Button gehabt, ich wusste nicht, wo. Ja, die liegt wahrscheinlich hinterm Stein. Ja, also du siehst die gar nicht. Das ist ganz einfach geklärt. Der Kill ist sogar bei Meimel auf dem Bild abgebildet. Seht ihr das? Ja, das ist schade, leider. Du wurdest aufgenommen dabei. Da war die Polaroid schneller. Aber der Schoss noch nicht weiß. Ah, stimmt. Der ist schon der Geist von Dash. Ja, ich kann Farben erkennen. Ich mach mal Flesk auf Bomber. Warum? Meine Güte. Also er hört auch nicht zu. Es ist geistkrank, ne? Es kracht. Also nur um es zu klären. Stopp. Nur um es zu klären. Genau, Terst oder Meimel, dann geht er auf was? Kommst du denn auf mich? Ich stand doch in der ersten Bombe drin, du Vogel. Ja, es ist Schluggi. Es ist Schluggi. Hinterfrage das. Also es ist ja geistkrank, Schluggi. Es kracht. Das war aber wild jetzt. Warum? Völlig kontextlos auf einmal. Ich mach Blödsinn. Ah, Leute. Oha. Ich bin, also, wo liegt denn die Leiche genau? Alles, was der Tester machen musste, war am Stein zu warten. Am Stein. Achso. Ich glaube, Katze könnte auch sein. Tester hat's gemacht. Katze könnte auch Bomber sein. Katze könnte auch der Bomber sein. So, warte mal, wir müssen jetzt irgendwie Katze reinloggen in die Trap. Wir müssen irgendwo das Kätzchen reinloggen. Ja, ist das jung, ist das fallfett. Renn in die Falle! Ja, sehr gut. Oh, da waren Knechti und Wolde in der Falle an den Trapper. Da waren Knechti und Wolde in der Falle. Vlesk für dich. Knechti und Wolde waren drin. Sensuell. Sensuell. Wolde ist Bomber. Insane. Nope, bin ich nicht. Ja. Sweet Caroline. Kannst erzählen. Oh. Hi, ich bin aus unterer Contamination rausgelaufen. Vivi habe ich ein Specimen getroffen, bin nach oben gelaufen zur Lifeline, dann lag da was auf dem Boden. Dann habe ich auf Lifeline geguckt, ob jemand tot ist. Und ja, es war richtig, Smaggy war tot, deswegen wusste ich, dass das Smaggy auf dem Boden ist. Dann habe ich Report gedrückt. Wo liegt der? Unter der Lifeline. Kann der Bait sein? Ah, okay. Da sind Volt und Fisk gerade hergekommen. Was redest unter der Lifeline? Unter der Lifeline. Echt, das kriegen wir aber, wir rücken heute zusammen. Ich bin in Electrical reingelaufen. Vor 15 Sekunden an Clear vorbei und bin auch tot. Ja, ich bin der Pinke. Ich bin der Pinke. Ich würde nicht sagen. Mit wem ist Wolde denn da so gerade angekommen? Nicht mit mir. Wolde ist mit Knechti da. Yeah. Nee, ich stehe in der Falle. Doch. Und ich bin schon da gewesen. Ja. Richtig, du stehst in der Falle. Ja, und ich bin auch schon 10 Sekunden vorher da gewesen. Und das kann Terste bestätigen. Knechti habe ich da gesehen, ja, der war es nicht. Sensuell. Das sagen sie alle. Sensuell. Bin ich sass? Sexy. Teste, mit wem bist du? Also es gab einen Toten. Aber wo war der Tote überhaupt? Teste, mit wem bist du denn in der ersten Runde? Warte, in wo war der Tote? In Electrical rein.
Ja, erste Runde. Unter Lifeline. Wissen wir denn, was hier übrig geblieben Imposterrolle ist? Ist das noch der Bomber? Nee, das war mein. Ich keine Ahnung, Mensch. Ich glaube, das war nice. Kann ich dir sagen, mal ehrlich, kannst du guessen, ja oder nein? Ja, kann ich. Okay. 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 Also, was war denn eine Trap? Sag mal. Ich glaube, Knechti. Ach, Junge, Katze ist böse. Katze, drei Votes. Katze was? Ist böse? Warte, was? Aber was für Rollen waren in der Trap drin, Terce? Bomber und Medic. Bomber und Medic. Jetzt habe ich meine Rolle verraten. Ja! Ja, lauf in die Trap! Lauf in meine Falle! Lauf rein in die Bärenfalle, damit ich letzte Rolle kriege! Sweet Caroline! Klör ist in meiner Falle, sehr gut. Klör, Wolde und Knechti. Junge, da hau ich aber jetzt. Knechti hat gewaitet. Knechti hat gewaitet, ja. Knechti ist Timemaster. Der Knechti. Der Knechti. Sweet. Und jetzt versucht er ihn in die Falle zu baiten. Sweet Caroline. Jetzt habe ich nur Aufwand von der Scheiße, Mensch. Oh, oh, oh. Hallo, Leute. Freunde, wenn euch der Content gefällt, dann lasst bitte einen kostenlosen Follow da. Würde ich mich sehr freuen. Und schaut auch auf YouTube vorbei. Link im Streamchat. Dickes Küsschen. Jetzt bin ich gespannt auf die Rollen. Ja. Wo liegt die Leiche? Vivi liegt. Ja, also Knechti, Wolde und Klör, alles safe. Ja, also pass auf, Terce safe, Katze safe, Flesk safe und Knechti safe und ich. So, das Vivi ist meine Schlussfolgerung. Okay. Naja, ja, oder? Okay, das war der Trapper, der hätte noch die Info haben können. So, wer war alles in der Falle, für den dass das relevant ist? Wolde, was in der Falle? Ja, ich war in der Falle, Knechti war in der Falle, Katze doch nicht. In der Falle, okay. Hat auch gesagt. Katze war gar nicht in der Falle drin. Verfolgen, kill nur Sayana. Wer ist der Medic? Wer war denn drin? Für mich auch. Für welchen Kill? Dann ist es Sayana. Den davor. Vivi? Ich habe einen Grund, warum ich das scrolle. Vivi? Ich auch. Ich habe Vivi, Maimel und Knechti. Ich habe letzte Runde schon gecallt, dass ich die Sass finde. Ja, das habe ich. 22 Uhr ist Release, aber wir gehen ab 21 Uhr rein. Sondern ich bin nur an meinen Tasks machen und von euch wegzurennen, ihr komischen. Okay. Okay. Hallo, Undying Sepp. Hast du Vivi umgebracht, Sayana Cora? Ich spreche gute Deutsch. Ich habe Vivi nicht umgebracht, The Klör. Okay, meine Oma wird sich im Grabe umdrehen, wenn das gelogen ist. Ich call es, was du. Vleska, hattest du gesagt, wo die Leiche liegt? Sorry, dass ich nochmal nachfrage. Nee, ich wurde dreimal unterbrochen. Die liegt im Lab. Ah, okay. Yep. Dann vote ich jetzt Sayana. Dreimal unterbrochen. Ja, das ist Sayana. Ich kann dank meiner Rolle das auch bestätigen. Das erklärt doch, warum sie mich auf dem Metzger nicht umgehen. Ich will Sayana aber nicht voten. Sayana, kannst du mich einfach als Hacker rausgessen? Dann muss ich kann nicht ich nicht. Voten. Nicht trauen. Kann ich nicht voten. Warum bei dir deine Rolle, so. Klar? Ja, das wirst du gerne. Lass naja, uns also vielleicht. Ich finde Katze, bist, ja. Katze, bist du mit deinem also, Fuss-Kiefer? Ich bin auf den Guess, bin ich doch auf den Schreck. Also, die Kacke, Freunde. Ich hoffe, wir haben Tiebreaker. Also, ja, besser ist es. Raus mit dem Imposter, weg mit dir. Also. Ja. Also, ja, es kracht aber, also es kracht aber auch geistkrank, ne? Ich sage Klör. Aber sie hat mich nicht gekillt, Klör. Ich bin legit durch Schwimmen einfach nur durchgelaufen. Ich habe nichts gemacht, was du gesagt hast. Ja, aber da ist eine Leiche. Ja, die hab ich da hingelegt. Ja, aber die Leiche war schon, da war sie schon in ja, aber dann Katze, ist das natürlich blöd, dass Sturri eine Leiche vor Shoshi legt. Nee, Katze, warum votest du Klör mit zwei Votes?
Wenn ich sage, ich bin safe. Hallo, also mal ganz kurz. Ich hätte Tajana so den Sieg gegönnt, weil die diese Runde war ja theoretisch. Also muss ich überlegen, am Anfang Shoshi, danach beide Trommelfälle von mir, plus die Ersatztrommelfälle, die Klör die Runde gekillt hat. Der war ja auf den Seiten von den Killern. Da wollte ich reinvoten. War ja ganz klar. Ja, ja, Freunde, an der Stelle, hallo YouTube! Ich grüße euch. Kinder, was eine geile Runde, ne? Als Trapper alle entlarvt. Alle! Ja, sehr gut, Strapper-Gameplay. Freunde, ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Wenn ihr so ist, lasst bitte kostenlos ein Abo da. Und ich hätte eine kleine Bitte, Freunde. Hier auf YouTube. Ja, wir sind jetzt fast 10.000 Abonnenten. Aber auf dem Partner-Channel, der erste, wo Best-ofs und Highlights aus dem Stream kommen, sind wir gerade mal knapp 3.000. Das heißt, ein Drittel von euch haben drüben noch nicht abonniert. Und ich würde euch bitten, einmal unten in die Videobeschreibung kurz reinzugucken. Und auf Terste mal kostenlos ein Abo dazulassen, weil es ist sehr lustig, man macht sehr viel, man freut sich. Und es wäre toll, wenn ihr da mal kostenlos unterstützen würdet. Okay? Ganz, ganz viel Liebe geht raus und Dankeschön. Tschüss!